sprach zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden. Das ewige Kreuz sieget werde. Im Volk, in den Palast des hohen Priesters, der da ist Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Simon ist des Hauptsitzigen, trat zu ihm ein Wein, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf seine Haut, da er zu Tisch saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was ist ihm in diesen Händen zu uns? Thank you.
ging hin, der Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will euch verlaufen. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
Engel zu Jesu und sprachen zu ihm. Und sagten zu ihm: verriet und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest, da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmt
Ist dir gleich
Sie den Lobgesang gesprochen hatte, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht wird ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, jeden in jeden Schlag und die Schafe der Herden werden sie zerstreuen. Denn ich habe auferstehen, wie ich euch in hier in Galiläa.
kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Peter und die Zwinsen Zebedei und fing an zu drehen und zu sagen: Da sprach Jesus zu ihnen: Thank you.
ging ihn ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist wirklich so gekiesert gestorben. Vor seinem Vater nied. Dadurch erhebt er mich und alle von unserem Fall hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefiel.
sink ich doch im Heiland nach. Zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke denn, so geschehe dein Wille. Werden, ist den Greifen. Und alsbald trat zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm:
traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Thank you.
und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wir das Schwert ihn, der soll durch Schwert und kommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zu schicken wird, denn 12 Legionen Engel? Ich werde aber die Schrift erfüllt, es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen, also einem Mörder mit Schwerten und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich da täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ich hab ihn nicht begriffen. Das ist alles geschehen, das erfüllet führen die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you.
aber Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von fern, bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich bei den Knechten, auf das er sah, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten suchten ganze Rat, suchten falsche Zeugnis wider Jesus, auf das sie ihn töteten und fanden keine. Herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten er zu zwins falsche Zeugen und sprachen: Er hat gesagt, an den Tempel kommt es 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 an den Der Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wieder dich zeugen? Aber Jesus schwieg still. Falschen Lügen stehen.
schwache Zungen sprechen. Beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, dir Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen. Und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Das soll, das soll, das soll, das soll, das soll. Amen.
ihn sagte, er, der an Krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging er aus und weinte bitterlich.
Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landflieger Pontio Pilato. Da das sei Judas, die verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe Hilden getan, dass ich uns schuldig Blut verraten kann. Sie sprachen: Das Hilden ist das alles Hilden und das alles Hilden. Die Silberlinge und sprachen: Es darf, dass wir sie in den Gottesgasten legen. Denn es ist Blut, denn es ist Blut und Geld. Einen Rat und kauften einen Töpfersack darum zum Begräbnis der Pilger
dir selbiger Vergangen, dir Blutacker, bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht, sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Tag des Hackers, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger flackte hin und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagte von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen von anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgeben? Barabbas! Oder Jesus, von dem gesaget wird, ihr sei Christus. Denn ihr wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da
antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, ihr seid Christus? Sie sprachen alle: Was denn? Thank you.
geschrien habe noch mehr und sprachen: Lass mich noch mal. Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, siehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Thank you.
kamen die Kriegsknechte des Lammpfleges Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schau und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und satzten sie auf seine Haut und ein Rohr in seine rechte Hand. Und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Kreuz gezwungen sei,
An die Städte kamen mit Namen Golgatha. Das ist verdeutscht Schädelstädt. Gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischt. Und da es schmeckte, wollte es nicht trinken. Da
da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen. Schriftgelehrten und Ältesten und Sprachen. Thank you.
deine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Die Stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Geblaset wird Elias! Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Aber Jesus schrie aber mal laut: Und verschied. Und was da geschah, erschraken.
Grabe. Er hatte lassen in einen Felshorn
und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, wieder folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Grab mit Hüttern und Versehen.